Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich war nämlich letzte Woche wieder fleißig und zwar hatten wir einen 16er Key gelaufen. Dementsprechend, ja, ein bisschen Titanresidium müsste es geben und ich hoffe endlich mal ein krasses Corruption-Item. PvP habe ich blöderweise letzte Woche nicht mehr geschafft. Heißt, Arena-Kiste gibt es keine, aber ja, wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir das krasseste Item überhaupt hier aus der Kiste raus. Auf Tank habe ich stehen, oder? Wildheit. Oh, eine Hose. 2200 Ding. Ich will sie gar nicht angucken. Und was haben wir? Ah, 15 Corruption, das ist nicht gut. Lernritual. Ach, fuck, das sind halt schon wieder Stats, ne? Alle, aber gut, alle Sekundärstats um 14. Ja, das ist halt leider wieder ein nicht so gutes Teil tatsächlich. Es ist natürlich 5 Item-Level höher als meine Hose, die ich habe. Die hat dafür aber halt bessere Stats und auch einen Sockel. Und das ist halt wieder so ein Lower Roll. Ja, also eventuell kann ich das anziehen, wenn mein Umhang noch ein bisschen höher ist. Als zusätzliches Teil, aber wirklich gut ist es tatsächlich wieder nicht. Ich brauche halt, wenn dann Echoing Void, oder Stars oder ja, Zwielichtsverwüstung. Und das kriege ich leider aus der Kiste nicht raus, was mich ein bisschen betrübt. Gut, das war es leider schon wieder. Nicht aus der Kiste willkommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.